gute Zeit oder ist die Zeit blöd? Soll ich von 17 bis 20 Uhr machen? 3 Stunden länger, glaube ich, kriege ich nicht hin. Was denkt ihr? Oder 17 bis 20 Uhr? Hello, wie geht's? Ja, geht's um dir? Also nicht so gut, weil ich habe vor Stress Nasenbluten gehabt und das ist mir noch nie eigentlich passiert. Weil ich hatte heute sehr viel Stress und gestern auch. Und mir geht's heute, gestern und heute nicht so gut. Deswegen sage ich, dass es von Stress kommt, Nasenbluten. Ja, 17 bis 20 Uhr. Echt? Könnt ihr da noch reinschreiben, Leute, ich brauche eure Hilfe. Also 16 bis 19 Uhr oder 17 bis 20? Colin schreibt 17 bis 20, 17 bis 20, 17 bis 20. Okay, ich habe schon 3 Leute, die 17 bis 20. Ich finde echt 17 bis 20 besser. Warum? Mach eine Abstimmung. Wie geht das? 17 bis 20. Okay, warte, Leute, wir machen eine Abstimmung, okay? Wie macht man das aber? Abstimmung und Geschenke, oder? Eine Abstimmung. Warte, starten. Wie kann man das ändern? Ich versuche es gerade rauszufinden, Leute. Kann man das ändern? Okay, Leute, das ist mit Smileys. Hä? Drücke dich klar aus, wenn du feiern willst. Starten. Okay, Leute. Für das machen wir einfach von 16 bis 19 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Ich konnte das nicht ändern. Ich wollte das ändern. Es tut mir leid. Also, von 16 bis 19 Uhr. Was mache ich? Also, von 16 bis 19 Uhr oder von 17 bis 20 Uhr. Ich wiederhole es, damit die Leute das, falls jemand reinkommt oder so. Also, von 16 bis 19 Uhr live gehen oder von 17 bis 20 Uhr live gehen. Weil ich versuche 3 Stunden. Also nochmal, Leute, es läuft eh bald ab, 60 Sekunden geht das nur. Also stimmt schnell ab, das läuft bald ab, ne? Also 16 bis 19 Uhr live oder 17 bis 20 Uhr live. 10 Sekunden noch. 16 bis 19 Uhr oder 17 bis 20 Uhr. Ich stimme mir halt 16 bis 20 Uhr, ich sehe es jetzt schon. Okay. Es tut mir leid, ich wusste nicht, wie man dieses Smiley umändert, Leute. Ich bin urblöd, was TikTok betrifft, ich sag's euch ehrlich. Okay, dann machen wir. Warte, okay, dann probieren wir von 17 bis 20 Uhr morgen mal aus und schauen, wie das ist. Also, heute habe ich ja schon 16 Uhr begonnen. Also, 16:30 habe ich begonnen. Also, müsste ich jetzt eigentlich bis 19:30 online sein, wenn ich 3 Stunden einhalten will. Ich schreibe mir das auf, weil ich vergesse das sonst tatsächlich. Ich habe nämlich ein Kurzzeitgedächtnis, ich habe kein Langzeitgedächtnis. Also, 17 bis 20 Uhr. Dann probieren wir das morgen mal aus. Wie es morgen, ob es morgen besser ist als heute. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt, ob das besser funktioniert. Mit Pflasterverhalt ist langsamer. Das ist eigentlich nur damit, dass ich nicht die ganze Zeit drauf fasse, weil es mich ab und zu juckt. Deswegen, also wenn ich dann Gesicht reinige und alles, dann schaue ich die ganze Zeit drauf, das nervt mich halt. Also wenn ich zu Hause bin, normalerweise habe ich kein Pflaster. Ich habe nur ein Pflaster oben, wenn ich draußen bin. Kannst du eigentlich so reden? Wie denn? Meinst du? Meinst du geschert? Ich kann aber nicht so auf Kommando oder so, sondern es kommt. Meistens, wenn ich sauer bin oder wütend bin, dann rede ich meistens so. Also so unbewusst, das kommt dann einfach. Aber ich rede eigentlich meistens nur Hochdeutsch, so einen österreichischen Dialekt. Ja, eigentlich schon. Ich sage jetzt nicht, dass ich so ein Profi darin bin, weil wie gesagt, ich rede meistens Hochdeutsch. Ich weiß nicht, das hat sich bei mir einfach so ergeben, dass ich Hochdeutsch spreche. Aber ja, ich kann schon einen Dialekt auch reden. Aber da, wie gesagt, das passiert spontan, das kann ich nicht steuern. Also ich kann nicht jetzt einfach umswitchen, das hört sich dann falsch irgendwie an. Bist du eigentlich Österreicherin? Teilweise ja. Ist deine Oberweite irgendwie größer geworden durch Sport? Nein. Und auch leider nicht kleiner. Ich habe gehofft, dass sie kleiner wird durch Sport, aber auch nicht. Also ich habe ja 20 Kilo abgenommen. Und ich hatte die Hoffnung, bei 20 Kilo abnehmen, dass ich hier wieder abnehme. Leute, das ist ein ganz normales Gespräch, okay? Das ist nichts Verwerfliches, wenn man drüber redet.
Ich sag's nur. Also ich habe, bevor ich zugenommen habe, damals so stark, weil ich war ja nie dick oder so. Ich war aber auch nie dünn. Ich war immer so normalgewichtig eigentlich, würde ich jetzt von mir behaupten. Und ich habe dann aber lebensnotwendige Medikamente nehmen müssen. Und davon habe ich halt so stark zugenommen. Und mein Essverhalten war zu der Zeit jetzt auch nicht das Beste. Also ich habe meistens am Abend viel zu deftig gegessen und das konnte dann mein Körper nicht gut genug verarbeiten, weil man kann schon am Abend was essen, man nimmt nicht unbedingt zu, wenn man am Abend was isst, aber wenn man immer am Abend richtig deftige Sachen isst, dann ist der Körper halt überfordert, weil wenn du schlafen gehst, soll der Körper mit anderen Dingen beschäftigt sein und nicht mit der Verdauung. Ja, und wie ich dann halt zugenommen habe, habe ich dann halt auch, ich glaube, 2 Größen mehr hier oben zugenommen. Also ich muss mal überlegen, es ist schon so lange her. Ich hatte, glaube ich, Doppel D, wie ich noch normalgewichtig war. Und jetzt habe ich F. Und ich habe halt also von Doppel D, dann kommt E, F, also 2 Größen eigentlich, habe ich während diesen 20 Kilo habe ich 2 Größen mehr gewonnen. Wollte ich nicht. Ich mag keine große Oberweite. Ich finde kleine Oberweiten viel schöner. Man will immer das, was man nicht hat. Sagt man nicht so. Ja, und ich dachte mir, wenn ich dann die 20 Kilo abnehme, dass ich hier auch wieder abnehme. Aber leider habe ich nur minimal abgenommen. Also nicht wirklich so, dass man sagen kann, ich habe jetzt wieder eine kleinere Größe. Die Größe ist geblieben, aber halt nicht mehr so ausgefüllt groß für die Größe. Checkt ihr? Also nicht klein genug für eine nächste kleinere Größe. Checkt. Checkt ihr? Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Auf jeden Fall sind ganz normale Themen, will ich hier nur gesagt haben, dass nichts Komisches. Aber ich wünschte. Ich würde mir auch, wenn ich nicht so Angst hätte, also erstens, ich habe das Geld dafür nicht für eine Operation und zweitens viel zu viel Angst vor einer Operation und vor dem, was passieren kann, wenn man Brust-OP macht, also eine Verkleinerung. Kann ja genauso viel passieren wie bei einer Vergrößerung. Dieses Risiko ist mir einfach viel zu groß und das Geld, dass ich das mache. Weil, wisst ihr, Brustwarzen können absterben. Du kannst einfach deine Brustwarzen verlieren. Und ich finde zwar kleinere Brüste schön, aber das dann zu riskieren, damit ich... Nein. Nee. Safe nicht. Naja, aber ich habe die kleinste Oberweite aus meiner Klasse, also das ist halt auch blöd. Nein. Juline, ich sag dir ehrlich, du kannst so schöne Tops dafür tragen. Es gibt Tops, da beneide ich nämlich alle, die nicht so eine große Oberweite haben. Also erstens, wie ich gehört habe, bist du erst in der Schule. Das heißt, das kann sich noch ändern. Mein Gynäkologe, ich war letztens beim Gynäkologen wieder, weil Mädels, das ist wichtig, dass sie regelmäßig zum Gynäkologen Kontrolle machen lässt. Und ich habe wieder eine Kontrolle machen lassen. Für alle Mädels hier drinnen. Mit dem 21., 22. Lebensjahr ist euer Körper fertig ausgereift. Das hat mir mein Gyn letztens gesagt. Das war letzte Woche. Das heißt, wenn ihr gerade noch unter 20 seid und ihr seid noch unzufrieden, das wird sich noch ändern wahrscheinlich. Mit 21, 22, dann ist euer Körper fertig ausgereift. Bei mir war das auch noch, ich meine, ich hatte schon immer sehr viel Bubs, muss ich schon sagen. Aber mein Becken hat sich auch sehr verändert. Ich hatte schon immer so ein bisschen ein breiteres Becken, aber das wurde dann noch breiter. Ja, wow, bin 20. Wird vielleicht noch. Aber ich sag's dir ehrlich, weißt du, was ich cool finde bei kleineren? Erstens, du kannst so richtig geile Schnörkel-Bikini tragen, ohne dass deine Boobs halber irgendwie rauswippen, wenn du gehst oder sonstiges. Du kannst richtig die geilen Oberteile, vor allem du kannst diese, ich weiß nicht, ob du das magst, ob das dein Geschmack ist. Mein Geschmack ist es definitiv. Da gibt es so Korsett-Oberteile, du wirst sicher wissen, was ich meine. Und die haben meistens so einen Boob-Cup. Ne? Du weißt, alle Mädels wissen, was ich rede. Das ist so Boob-Cup. Und da passen meine Brüste nicht rein. Ich habe eigentlich von Oberteilen eigentlich eine S. Also wegen meiner Taille habe ich eigentlich eine S. Aber hier habe ich eigentlich eine L. Und für alle Mädels, ihr wisst, was ich jetzt rede. Ich kann kein S-Oberteil mit diesen Boob-Cups tragen, weil meine Boobs da nicht reinpassen. Eine M kann ich auch nicht tragen, weil da meine Boobs nicht richtig reinpassen und das viel zu locker ist. Und wenn ich eine L trage, passt es zwar hier, aber hier gar nichts. Checkt ihr? Das heißt, ich kann diese geilen Korsett-Dinger nicht tragen. Das ist so deprimiert. Ich habe ein einziges.